In dieser Short News geht es um unterschiedliche Themen. Das neue Innenhof Oase-Set wurde offiziell vorgestellt, ein neues Update ist erschienen und es gibt mehr Infos zu der Zukunft von The Sims 4. Viel Spaß beim Ansehen! Nachdem schon letzte Woche das vierte Set für The Sims 4 geleakt wurde, haben wir jetzt die offizielle Ankündigung erhalten. Am Dienstag wird das neue Set für alle Spieler zum Kauf bereitstehen, ebenfalls einen neuen Screenshot wurde zum Pack geteilt. Falls ihr euch für den Inhalt des Sets interessiert, mindestens 22 neue Objekte wird es in diesem geben. Laut SimGuru Ninja fehlen auf diesem Übersichtsscreenshot allerdings die neuen Treppen, die passenden Geländer oder Spanndrillen. Nur neue Baumodus-Objekte sind hier enthalten, Zimmer, die gerne mit dem Ersteller einen Sim-Modus oder neuem Gameplay spielen, gehen leider leer aus. Weiter wurde ein neues Update veröffentlicht, mit dem zwei Frisuren, unter anderem der klassische Sims 4 Afro, einen neuen Anstrich erhalten hat. Die Entwickler haben es in der letzten Zeit wirklich damit, bereits vorhandene Frisuren nochmal etwas aufzupeppen und ebenfalls auch für Kinder und Kleinkinder zur Verfügung zu stellen. Auch wurden ein paar neue Augenpresets hinzugefügt und ein paar kleinere Fehler behoben, mehr spannende Neuerungen gab es hier allerdings nicht. Dies ist allerdings nicht das einzige Update für diesen Monat, etwas später im Mai soll es laut den Entwicklern noch ein zweites geben, in dem unter anderem endlich der nervige Bug mit kochenden Sims, die aber dann nicht ihr Gericht essen, behoben wird. Wir können natürlich gespannt bleiben, ob es in diesem Update ebenfalls ein paar neue Inhalte geben wird. Und als letzte News wurde eine neue Chefin für das Maxis Studio, welches die Sims-Spiele entwickelt, angestellt, die ebenfalls ein spannendes Interview mit einer Gaming-Seite geführt hat. Neben klassischen PR-Aussagen gab es ebenfalls ein paar interessante Infos, und zwar, dass die Entwickler The Sims 4 noch längerfristig unterstützen wollen. Nachdem wir in den letzten Wochen immer mal wieder erste News oder Spekulationen zu einem The Sims 5 Teil bekommen haben, sagt Katharina Lavers im Interview, dass sie sich vorstellen kann, dass The Sims 4 noch 10, 15 Jahre oder länger mit neuen Inhalten versorgt wird. Damit steht wohl fest, dass wir wahrscheinlich erstmal keine baldige Ankündigung zu einem neuen Sims Teil erhalten werden. The Sims 4 läuft ja mittlerweile schon seit 7 Jahren. Werdet ihr euch das neue Innenhof-Oase-Set kaufen oder ist das für euch eher uninteressant? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.